Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Valiant Hearts. Wie ihr vielleicht bemerkt, klinge ich gerade ein bisschen anders. Das ist jetzt die erste Aufnahme im neuen Jahr. Und ja, unterm Weihnachtsbaum, beziehungsweise gab kurz nach Weihnachten ein neues Headset. Ich habe mir jetzt endlich das Logitech G430 besorgt. Muss noch mal gucken, ob das mit der Mikroeinstellung so passt. Also kann sein, dass es in dieser Folge vielleicht ein bisschen leise ist oder so. Ich habe mir allerdings schon ein bisschen was an Testaufnahmen gemacht, sage ich jetzt mal, nur ob das von der Tonqualität her passt. Stand standardmäßig auf ein Kanal, 16-Bit und ich glaube 48.000 Hertz. Das war dann DVD-Qualität, das klang ein bisschen merkwürdig. Ich habe das jetzt auf UKW-Qualität runtergestellt. Das ist ein Kanal, 16-Bit, 32.000 Hertz. Nimmt ein bisschen weniger Speicher weg. Und wie gesagt, ich muss mal gucken, ob das mit der Soundqualität so passt. In diesem Part wird das eigentlich jetzt so bleiben. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal, ich glaube Anna hieß sie. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mit den Namen ein bisschen, mein Namensgedächtnis ist jetzt nicht so das Beste. Habe jetzt seit, ich weiß nicht, 3 Wochen oder 4 Wochen nicht mehr gespielt. Und... Hey. Okay, wir müssen also, glaube ich, den Pfeilen folgen und den Vater von der Anna suchen. Was? Hä? Achso. Ich muss mich im Grunde genommen jetzt also hinter der Hecke verstecken, so wie es aussieht. So, okay, jetzt... Ah! Schon wieder? Verdammt! Das fängt ja gut an. So. Nochmal das Ganze. Macht ja so viel Spaß. So, jetzt hier hinter verstecken. A drücken, 1 drücken. Und jetzt dürfen wir hier eigentlich durchkommen. Und jetzt? Ich gehe mal lieber noch einen Schritt zurück. Ja genau, kuschel du mal mit dem Hund. Was? Okay, das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Anscheinend, weiß nicht, muss ich dem dann einen auf die Mütze hauen, oder? Ja. Hallo. Hund, mach doch mal was. So. Das passt schon mal. Das ist halt die Frage. Wahrscheinlich muss ich den jetzt erstmal nach da locken, damit ich ihn welche auf die Mappe hauen kann. Ah, will er wieder nicht. Selber erstmal gucken. Okay. Was haben wir da denn liegen? Irgendwas Kaputtes? Nein! Falsche Taste gedrückt. Ich wollte ihm eigentlich gerade welche über den Schädel ziehen. Aber ich sag mal, das ist ja jetzt das erste Mal, dass ich wieder aufnehme. Dann muss ich erstmal in die Steuerung reinkommen. Und dann kann das auch schon mal vorkommen, dass ich hier irgendwie Scheiße baue. Das liegt halt auch ein bisschen daran, ich spiele das ganze Teil ja komplett blind. Und da. Und dementsprechend keine Ahnung, was mich hier erwartet. So, Hundi, geh du da mal hin. So, der hat einen auf den Deckel gekriegt. Bam! Okay, Minispiel, tock, 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 tock. Tock, 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 tock. Tock, 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 tock. So, flupp, 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 flupp. Erstmal schön die Spritze setzen.
so wie es aussieht. Jetzt ziehen wir ihm da noch irgendwie das Bein aus dem Korb. Oder eine Patrone, je nachdem. Damit haben wir den nächsten Fritz gerettet. Der Quellgatter. Was, Quellgatter? Was ist los? Okay. Darf ich jetzt hier nochmal irgendwie... Nee, doch nicht. Darf ich mich jetzt hier frei bewegen? Da haben wir die Absturzstelle. Jetzt fängt es auch wieder gerade an, so ein bisschen langsamer zu werden. Keine Ahnung, wieso, warum, weshalb. Und der liegt... Oh, was, wo liegt denn der drunter? Ist das die Kabine von dem Teil? Glaube schon. Okay, ich könnte jetzt nochmal raustappen. So, Rabam. Oh, toller Hund. Ich habe ja schon mal erwähnt, glaube ich, dass ich Hunde echt mag. So, was, da liegt noch was. Ein Brief, so wie es aussieht. So, wir brauchen hier wahrscheinlich irgendwie... Ja, irgendwie so ein Hebel für. Der liegt... Moment, da. Hundi, geh mal eben holen. Gut, dass die Frau, ich glaube Anna heißt sie, schwerer ist als der Hund. Doch, ich mag Hunde. Ich kann das nicht oft genug sagen. So, wie funktioniert das jetzt hier noch? Ich glaube so, ne? So, dann lasst uns doch da mal hin. Okay, ich glaube, wir gehen erstmal hier gucken. Was? Okay, wir müssen also irgendwie da den Hebel ziehen, so wie das aussieht. Wie konnte ich denn nochmal... Wieso darf ich da nicht hoch? Warte mal. Ah, okay. Erstmal hier gucken, vielleicht ist hier noch irgendwie was. Was? Keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall hier nochmal gucken. Ist ja normalerweise so, dass hier noch vielleicht irgendwas liegen könnte. Jawohl. Na. Jetzt komm her, Hundi. Was habe ich denn da jetzt gefunden? Eine Metalldose anscheinend. Oder wollen wir nach oben hüpfen? Was? Das darf ich nicht kaputt hauen. So, dann nehmen wir mal die Treppe hier. Und die muss leider da unten bleiben. Was? So, hier ist nichts mehr. Wie konnte ich da nochmal werfen? Achso. Ja, machen wir es einfach mal so. Ich dachte jetzt eigentlich, dass er da oben irgendwie die Brücke sprengt, dass ich da rüberkomme. So, und du? Einfach mal hochheben den ganzen Apparat. Und Hundi soll ihn dann mal rausziehen. Hallo? Okay. So, damit haben wir ihn jetzt gerettet. Das ist, glaube ich, der Sohn von der... der Mann von dem... Von der Tochter von dem anderen Protagonisten. Dessen Name mir auch gerade entfallen ist. So, erstmal ein bisschen konzentrieren. Bin ja nicht unbedingt so ein Fan von diesen Tastendrückorgien. Ah.
Aber ich glaube, wir haben es doch geschafft. Oder? Haben wir es geschafft? Jawoll. Okay, Vatan ist anscheinend mit dem Flugzeug abgehauen, nachdem das Luftschiff abgestürzt ist und die vom Dach geflogen sind. Mit dem, keine Ahnung wie er heißt. Was ist mit ihm jetzt? Speichere Parameter. Und ich soll jetzt die anderen beiden holen anscheinend. Und zwar der Hund holt die anderen beiden. Die sind anscheinend auch gar nicht so weit weg. Oder der Hund rennt einfach so schnell. Okay, ich spiele den mit der Kelle. Hier bricht gerade alles auseinander. Was? Ah, okay, er läuft da hinten weiter. Das war, glaube ich, der Amerikaner. Und wir spielen den Franzosen. Oder warte mal, wie war das denn noch? Genau, der Franzose und die Tochter war mit einem Deutschen verheiratet. So, du geh mal da. Hä? Achso. So, versuchen wir das da. Wie auch immer das jetzt hier funktioniert. Ach so. Ah, okay. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Der soll mal an die 2 gehen. Na. Jawoll, sauber. Hallo, da liegt doch noch was. Wieso nimmt er das nicht mit? Was soll denn das? Geh du mal wieder nach da. So, ich gehe mal wieder zurück. Da lag nämlich noch eine Flasche. Die würde ich ganz gerne mitnehmen. Jawoll. Ich habe zwar jetzt gerade nicht ganz drauf geachtet, was es für eine Flasche war. Aber es war auf jeden Fall eine Flasche. Eine Flasche für die Flasche. So, gleiches System wie vorhin. Bam! So, Dynamit mitnehmen, wofür wir immer das auch brauchen können. Okay, da geht's nicht weiter. Ah, ich kann mir schon denken, wofür wir es brauchen. Hier war nämlich ein Tunnel. Ach, Hund, komm doch mal her. Ach, genau, jetzt muss der Hund das Dynamit nehmen, da war ja was. So, unten immer Dynamit. Dann geh mal da durch. Und gib das da mal hin. Achso, ich bin ja jetzt hier wieder. Oh, braver Hund. So, werfen. Daneben. Kacke. Ach ja, das Ganze jetzt nochmal. Moment, dahin. Dahin. Dadurch. Und Dynamit nehmen. Hund kuscheln. Lass mal gucken, wie das hier... Ich glaube, wenn ich das... irgendwie so werfe, sollte es da eigentlich reinprallen. Jawohl. Hund, komm her. Danke. So, Hund. Hol mal die 2. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber da liegt anscheinend ein Messer vergraben. Nee, ein Hebel vergraben. Good boy. Good boy. Ach, Mist. Der Hebel muss ja darüber. Was hat Hundi denn da jetzt schon wieder gefunden? So, mitkommen. Den Hebel brauchen wir nämlich hier unten. So, soll der Koch das mal nehmen. Good boy, good boy. Ich würde sagen, wir nähern uns auch gleich langsam mal der Folgen Maximallänge. So, das muss anscheinend da rein. Das dahin.
Okay. Danke sehr. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auch schon wieder auf der gleichen Seite. Und ich würde sagen, mit dieser dramatischen Musik verabschiede ich mich dann aus dieser Folge von euch. Ich werde gleich mal eben kurz gucken, ob das mit der Mikroqualität so passt. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß dabei und könnt mir ja mal sagen, was ihr von dem neuen Mikro haltet. Und ja, in diesem Sinne, bis denn, ciao!